wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Wir sind hier bei der Firma Hünnebeck. Ich spreche mit Mario Ariyoshi, technischer Leiter. Wir stehen hier vor einer großen Wand mit vielen Verstrebungen. Was ist das? Ja, das ist unsere Manto-Rahmenschalung, mit der wir bis zu 80 kN Betondruck aufnehmen können. Die setzen wir in vielen Ländern sehr häufig ein. Recht erfolgreiches Produkt. Und da präsentieren wir hier auf der Bauma 2019 einige Neuerungen. Was unterscheidet jetzt diese Wandverschalung von dem Vorgänger? Ja, ein treibendes Thema bei Wandschalungen ist die Produktivität, ganz sicher. Und wir haben bei der Manto jetzt eine einseitige Ankertechnik neu entwickelt, die wir hier vorstellen beispielsweise, die halt den Arbeitsaufwand für das Montieren und Demontieren des Ankers deutlich reduziert. Ja, dann haben wir hier beispielsweise ein neues Verbindungsmittel mit einem integrierten Halter, wo das Verbindungsmittel am Verwendungsort, wenn es denn nicht verwendet wird, abgelegt werden kann. So weiß der Verwender immer, wie viele Verbindungsmittel an einem Tafelstoß zu verwenden sind. Sie sind also immer da, wo sie gebraucht werden. Und das reduziert natürlich den Arbeitsaufwand schon erheblich. Bedeutet es auch mehr Flexibilität und Vereinfachung beim Aufbau der Wandschalung? Ja, es bedeutet vor allem Anwendungssicherheit. Also Flexibilität haben wir bei unseren Systemen sowieso gegeben. Die Tafeln gibt es in verschiedenen Abmessungen, die alle beliebig miteinander kombiniert werden können, sodass die Schalung also an unterschiedliche Wandhöhen und Längen entsprechend anpassbar ist. Sehr effizient. Ja.